Alle bereit? Alle Panzerung gekauft und so? Nein, ich bin immer noch kein Blei. Ich bin immer noch Luft. Das ja. Kann eigentlich die Luft angehen. Sorry. Ich flaue durch die Luft. Ich werde für den Scheiß eindeutig zu wenig bezahlt. Aber ich habe wieder 2,4 Millionen. Immerhin. So, Bermo, du willst den Bus fahren, sagst du. Ja, bitte. Dann machen wir das übliche Prozedere. Wir fahren gleich mit dem Kuruma alle dahin, schießen den Fahrer raus, beseitigen den Helikopter und die Eskorte. Dann lenken wir die ganzen Bullen ab, während Bermo die Bullen los wird. Ich kenne das übliche Prozedere aber gar nicht. Das haben wir. Ist auch nichts, aber ist das passend? Ich habe das übliche Prozedere gerade erklärt. Ja. Nein. Oh. So, Eisen, ich sitze dann neben dir. Dann brauchst du mich einfach nur neben dem komischen Bus absetzen. Bus absetzen, genau. Ich fahr selbst dahin. Das ist eine ganz ungesunde Idee. Nein! Was meinst du das? Weil ich die Bullen vermutlich mit irgendeiner Pistole aus 10 Kilometer Entfernung vom Himmel schießen. Während die Kugel um die Erdachse geflogen ist. Mann, das ist langweilig. Ich darf niemand in die Luft sprengen und ich darf nicht mal selber Leute umbringen. Was ist das denn? Du darfst selber Leute umbringen, aber du darfst nicht mit einem Motorrad in eine Schießerei fahren. Das ist ungesund. Ich will aber Leute in die Luft sprengen. Wenn ich im Auto sitze, geht das nicht. Nein, du darfst nichts. Doch, du kannst Granaten aus dem Auto werfen. Ich mag Explosionen, aus dem Zimmer kann man keine Granaten werfen. Oh. Mami! Jeder von uns mag Explosionen. Aber wir müssen uns alle zurückhalten. Was meinst du, wie schnell ich den Tamper auspacken würde? Oh, das Auto hat wieder angehalten. Hast du irgendwas der Tamper. Nein, ich fahre einfach gerade. Hast geradeaus. Du gerade. Leute, hört ihr mich noch? Ich höre euch nicht. Ja, wir hören dich. Wir hören euch. Hallo? Es ist definitiv das Internet, glaube ich. Ja. Das ist dem Internet, eindeutig. Der Rechner macht Stress und das Internet einfach irgendwie. Das ist das schon. Sag mal was. Hallo. Flo. Nein. Hallo. Flo. Leute, ich höre nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört, aber ich. Flo. Nein. Luft. Schreib im Chat, wir hören dich. Okay. Da. Du kannst es raustappen. Du musst nicht raustappen. Du musst einfach T drücken. Leute? Ja, Flo? Was? Ach so, ihr hört mich. Ja, ich höre euch aber nicht. Eisen, fahren! Ja, aber wenn. Ja, jetzt hat es jeder geschrieben! Ja, das sind alle schreiben, dann muss ich auch noch mitschreiben. Hauptsache, die Hupe höre ich. Was ist? Hauptsache, sie hört die Hupe. Ja. Mach die Hupe an. Hauptsache, das Auto ist in der Luft. Das steht in der Luft, aber. Tatsächlich? Ja, ich höre euch wieder. Ah, cool. Ja, hallo. Ich wollte gerade schon schreiben, aber das ist gut, dass du uns jetzt wieder hört. Ja. Wir vermuten, dein Internet ist schuld. Aber das Auto ist in der Luft. Es steht in der Luft. Einbildung. Nein. So, und jetzt mit Gebrüll auf diesen komischen. Ein Brüll auf unseren Busfahrer. Es ist immer noch in der Luft. Gerade eben stimmte das sogar. Echt? Ja. Eisen links, da ist er, da, ja genau, nein, nicht die Schild. Nein, Eisen da hinten. Da. Leute, aber so könnt ihr euer Ziel ja nie erreichen, ich werde sowieso sterben. Ach, wenn es so laggt die ganze Zeit. Eisen. Ist ja voll scheiße. Busfahrer ist ausgeschaltet. Jetzt wird die Eskorten ausschalten. Da. Was für Eskorten? Den Hubschrauber zum Beispiel. Und solange der Hubschrauber da ist, kannst du nicht entkommen. Darf ich mal bitte einfach an den Bus ran und wegfahren? Die Sekunde, sobald alle tot sind, darfst du das. Jetzt darfst du das. Eisen, ich hab doch die schwere Panzerung. Ja, aber man will keine Risiken eingehen. So, Freunde! Ey, Buddy, komm mal da raus. Danke. Tür zu! Boah, Lenk des Todes, Mann! Das liegt heute, glaube ich, aber nur an dem Internet. Würde ich auch sagen. Ciao, Leute! Also, ich glaube, im Internet muss irgendwas gerade arg sein, denn wenn Discord auch Probleme macht, dann liegt es nicht am Rechner. Ja.
Nicht mehr eigentlich. Also in der nächsten Aufnahme wird es definitiv wieder gehen. Nee, vorhin ging das Internet ja noch. Und bei meinem Handy funktioniert es auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen belastet durch irgendwas. Vielleicht irgendwer... Whoa. Im näheren Umkreis verbraucht einfach das ganze Internet. Bemo, wie geht's? Wie sieht's aus? Bist du die los? Noch nicht ganz. Aber sie sehen sie nicht mehr. Gut. Sehen tun sie mich nicht mehr. Dann können wir am besten fahrt ihr nicht in meine Richtung. Neven! Ja. Nicht da lang fahren. Nicht da lang fahren. Wir fliegen wieder durch die Wüste. Wir sind freie Koma. Oh nein! Fahr! Flo, das Spiel verlassen. Ja, ist geworden! Liebe Gemeinde, wir sind zurück. Es besteht gute Hoffnung, dass es alles funktioniert. Das alles funktioniert. Das ist genau, was ich gesagt habe. Warte mal, Flo sitzt jetzt allein in deinem Auto, ne? Echt? Bemo, warum stellst du solche Fragen? Hast du weggehauen? So, Lalu! Die Tür eingeladen. Ist auf! Flo, eingeladen. Oh, ich hab sie. Bemo, Eisen. Ja. Eisen, ich hab deine Tür. Du schuldest entfernt. Mir also auch schon eine Tür? Warum schulden mir. Ich hab das Gefühl, jeder Mensch auf dieser Welt schuldet mir eine Tür. Wir haben vorhin ein ganzes Fahrzeug in die Luft gesprengt, damit du es wieder erstattet kriegst. So, Luf. Wo waren wir jetzt eigentlich? Der Gefängnisbus. Genau. Zack. Und dann können wir hoffen, dass jetzt alles funktioniert. Guck mal, ich bin jetzt auch Blei. Ja! Lalu! Deus, bin ich in der Luft? Haben alle ihre schöne und schwere Panzerung bereit? Ja, wir haben alle unsere schwere Panzerung, oder? Ja. Wir sind alle bereit. Perfekt. Hey, super. Um Menschen zu töten. Sitzung wird gestört. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dies und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Und ab diesem Punkt haben wir gelogen. Nein. Achso, ja, ich möchte dem schwere Panzerung haben. Und dem genau aus diesem Grund, Flo, suchen wir uns niemand anderen als dich. Im Besitz auf... Wow, Lalu, was hast du da an? Wir sind die Kurzen, wir cruisen, wenn wir Cops in den Kopf schießen wollen. Guck mal, ich hab voll die Männerhose an. Yo. So, erstmal rausgeswaggert, komm mit meinem krassen Helm hier. Yay, ich bin nicht die Person, die so männlich läuft. We've got the swag, man. Also, vor allem dieser Wechsel, dass wir danach einfach so elegant laufen. Warum steht da eine Fagio? Warte. Nein. Bermo, nein. Oh nein. Bitte nicht. Bermo. Einfach diese riesen LKW-Hupe. Dieser Sitz von diesem Fahrzeug ist echt... Achso, ich setz mal schnell einen Wegpunkt, ne? Sehr verbunden. Der Tingus Grrrra! Britt! Pack! Nee. Skibidi, Tingus Grrrra! Alter, put! Ach, mon Dieu! You when sound when like quack, a chicken. You man, we're ducking. See your girl in the park. That girl is no ketchup. Just sauce. Your girl knows I got the sauce. No ketchup. Just sauce. Drücke die E-Taste, um die Fahrt zu überspringen für nur $4,000. The Tingos grrrra. Ah, boom. The Tingos grrrra. Eisen. Ja. Brett für die Welt, bitte. Brett für die Welt. Platz da. Oh, ich fahre wieder auf meiner Höchstleistung. Du fährst immer auf deinen Höchstleistungen. Deswegen sind sie auch so platt. Was? Ach, wer zum Geier hat Yoshi eingeladen? Ha ha.
na, 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 na. Liebe Gemeinde, willkommen im Streichelzoo Walsrode. Wer braucht schon Masken? Was? Diese Kuh einfach. So, bereit für große Taten. Was kommt hier an? Was bereit für große Taten. Yo! Wir holen den Bus. Nice. Hallo. Oh nein, bitte nicht. Was los? Sag bloß, es geht schon wieder los. Ja. Oh nein. Hubschrauber, bist du wohl? Oh mein Gott, my game is so cracked. The music is cracked. It sounds like dubstep. So, tschüss, okay. Hubschrauber. Bermo? Achso, ja, sag doch, dass du dich abknallen musst. Warum sagt ihr nicht? Jo, wozu? Oh nein. Ja, dass wir die töten dürfen. Ach so. Ich dachte, das war die ganzen Explosionen und Schüsse eigentlich recht naheliegend. Naja, weißt du, wenn ich nichts sehe, dann natürlich. Noch einmal ein Polizisten. Ich fahre mit meinem Bus und mein Bus fährt mit mir. So. Ciao, Leute! Wir gehen kurz die Leute, die dich verfolgen wollen, ablenken. Eine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne. Plaster. Dort unten leuchten wir. Irgendwer oder irgendwas hat mich gerade wieder entdeckt. So, jetzt können wir die eigentlich loswerden. Hup. Du fährst. Ich fahr wie immer. Wie immer. Ja. Singt wie eine Pute und fährt wie ein Karussell. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich bin ein Mann vieler Talente. Mhm. Was für Geräusche machen Puten? Skrrra! Nein! Skirr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 
Jetzt gehen wir, oh nein! Auf die Brust gefasst. Jetzt kommt diese Mission. Oh mein Gott, Leute, beruhigt euch. Jetzt kommt diese Mission. Willst du mich verarschen? Da ist der Boss. Was? Da kommt die nächste. Hallo? Doppelmörder. Doppelmörder. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht. Bermo ist eingeladen. Bermo? Nein, ich hab's falsch angenommen. Nein. Oh Gott. Jetzt kommt wieder die Mission. Nein, ich möchte in keine Warteschlange. Spiel, nein, ich hasse Warteschlangen. Es ist die Mission, wo ich letztes Mal den Fallschirm gewagt hatte, der nach hinten losgegangen ist. Den Fehler werde ich nicht wiederholen. Ich möchte gerne, ja. Wollen wir die gleichen Teams wie das letzte Mal machen, oder? Wie waren die Teams dann? Die Teams waren, dass Flo und ich das zum Schiff gehen, das Auto klauen und du und Bermo das die Polizeistation überfallen. Ich müsste die Polizeistation. Alles klar. Hast du geträumt? Wann war das denn? Das war das damals, als ich mit dem Fallschirm runtergesprungen bin, der Fallschirm sich eingeklappt hat und ich gestorben bin. Oh, das ist so. Und er hat zwei Minuten davor gesagt, wir müssen aufpassen, dass keiner stirbt. Der Eisenfresser ist gestorben. Und dachte ich mir, okay, bin ich ganz sneaky und patsch, tot. Oh, süße Ironie. Eisen, lädst du mich nochmal ein? Du musst mir nur sagen, was ich machen soll, weil ich habe keine Ahnung, was wir machen. Wir machen diesmal auf die harte Tour. Ich habe die Einleitung ja nie gespielt, was? Wisst ihr, ich habe die Einleitung nie gespielt. Hey, aber kranker Scheiß. Ich hatte einen Herr Haribo im Lobby. Macht er auch Kinder froh? Nein, das weiß ich nicht. Und Erwachsene ebenso? Ich bin bereit. Vorhersehbar! Haribo! Ich bin Alex! Haribo macht Kinder froh! Und Zitronenbonbon, gibst du! Hier Zitronenbonbon, hast du erstmal ein Haribo. Yeah! Allerdings finde ich den Spruch extrem seltsam. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ja. Wenn man ein bisschen falsch denkt, klingt es schon falsch. So, wir nehmen übrigens den Search and Pickup. Du meinst, wenn Haribo wohl Lester wäre? Oh! Bermo? Was nehmen wir? Du bist zum Polizeirevier rüber. Ich weiß. Und schwere Ausrüstung. So. Ich sehe einfach gut in der Polizeiuniform aus. Ich bin bereit. Ich überfalle erst morgen Polizisten und klaue mir seine Uniform. Boah, irgendjemand hat hier so ein fettes Echo. Ja, Flo? Tell me what to do, please. I don't know. Finden wir es heraus. Aber ich denke, das dürften wir ohne größere Probleme schaffen. Ich habe das perfekte Fahrzeug für uns, um etwas Streit anzuzetteln. Das klingt, das sieht perfekt aus. Ah, lass uns damit etwas Spaß haben. Oh, dachte ich hoch. Da musst du nach hinten einsteigen. Komm schon, Toffee! Es will mein Lakritz! Meta, oder? Meta. Aber wir wollen noch keine Bullen am Arsch. Guten Tag, wie geht's? Tschüss! Ich habe den Search aus einem einfachen Grund gewählt. Und Erwachsene ebenso. Wir können damit gleich einfach direkt die Wachen wegschießen. Oh Tannenbaum, ich hab den Lehrer blau gehauen. Hey, bei mir regnet es das erste Mal in GTA. Luft? Ja? Magst du die mal rausnibbern? Oh nein. Was? Magst du die mal bitte rausnibbern? Oh nein. Ah, shit. Eisen, ich hoffe, ich treffe die mit meinen Legs. Ja, wir haben es, wir haben auch die schwere Rüstung und im Endeffekt ist es, glaube ich, gar nicht... Der Wagen war leer. Du hast die schwere Rüstung, Du hast auch die schwere Rüstung. Sicher? Warum ist meine dann grau? Das macht keinen Unterschied. Weil du die Farbe grau gewählt hast. Der Wagen ist leer. Ach so. Lauf. Oh nein. Also die Ausrüstung total unauffällig, dass da die Tür fehlt. Macht keine Unterschiede. Hauptsache es ist schwere Einsatzweste und die trägst du. Gut. Super. Ich überlege gerade, wie wir das gleich am besten angehen. Denn deine Legs könnten uns einen miesen Strich durch die Rechnung machen. Weil die das so gerne machen. Oh. Crap. Ich werde diesmal den falschen Sprung nicht riskieren. Stattdessen habe ich vorhin, als ich unterwegs gewesen bin, immer auf dem... bin ich kurz zum Hafen gefahren und habe mir angesehen, wie das Schiff eigentlich aufgebaut ist. Das heißt, ich weiß, wo der Weg am besten lang führt.
Und das ist dann, glaube ich, das Gesündere. Wir können die Gegner ja niederkämpfen. Das wollen wir hoffen. Okay, wir müssen. Ich weiß nicht, ist nicht sicherer, wenn ich vom Wagen ausschieße, als wenn ich da selber hingehe. Deswegen habe ich doch diesen Wagen gewählt, weil wir zuerst einmal die Leute hier wegschießen können. So. So, hier ist. Erschieße alles, denen, das du siehst. Da sind aber keine Leute. Doch. Direkt hier unten vor dem Schiff stehen, an der Treppe. Komm schon! Die. Zum Beispiel. Und jetzt werden gleich alle rot, jetzt werden gleich alle zu wütenden roten Punkten. Echt? Wo denn? Dahin. Mama? Luf? Ja? Der Wagen ist doch im Zug. Schon ein bisschen weit entfernt, weil es ja, ist meine Einstellung. Die nicht fehlende Tür. Ach ja. Das ist der Hammer, ne? Dann fahre ich ein bisschen näher an das Schiff ran, aber ich muss aufpassen, dass wir halt den Winkelball mit dem beschießen können. Wird auf gar keinen Fall auffallen, wenn wir da so vor die Polizei treten, ne? Ach Quatsch. Gib mir die Pack. Oh, jetzt haben die Bullen am Arsch. Jetzt wird's eng. Ich steige jetzt aus dem Auto aus und gehe rein. Boah, pass auf, weil jetzt kommen die alle, ne? Jetzt kommen aber die alle natürlich. Versuch dir Rückendeckung zu geben. Geh einfach rein. Dann versuche ich mal zum Schiff vorzustoßen. Ja, die Waffe solltest du eventuell wegstecken. Hab ich schon gemacht. Hallo. Hey, der Wagen sieht doch voll super aus. Eins der neuesten Modelle. Guten Abend. Türen frei. So. Ich bin nur hier, um mir einen Donut zu nehmen. Ja. Und einen Kaffee. Ich bin müde. Lange Arbeitstage. Schießerei. Nein, ich schaff das schon. Ansonsten riskierst du möglicherweise dazwischen runterzufallen. Und das ist gefährlich. Als ob ich das nicht kann. Ich werde das nicht untersagen. Sind da noch böse Menschen? See you later! Ja, und im unteren Bereich des Schiffs. Aber ich bin gleich bei den Container angekommen. Ach so, Luf! Okay, von wo? Ja. Ich setze dich gleich irgendwo ab, dann kannst du ja schon mal zum... Ich kann ja zu dir hinfahren. Zum Haus von Eisen fahren. Ja. Wo bist du? Da kann ich den Wagen verbrennen gehen. Bist du vorne? Okay. Bin beim Auto. Da steht sogar was. Ah, okay. Was? Klar. Da steht sogar eins. Okay. Dann nehme ich mir das. Merke ich gerade. Weil fürs Verbrennen brauche ich dich ja nicht. Okay. Jetzt die Frage. Jetzt müssen wir die Cops loswerden. Die Cops loswerden oder? Loswerden. Abknallen. Am besten nicht knallen, ansonsten kriegen wir noch mehr von denen. Okay. Dann fährst du oder ich? Ich fahre gerade. Oh. Bring uns in die U-Bahn, wenn wir können. Oh, ich hab so viele schöne Haftbomben hier. Nein, ja. Flo. Du bist doch gar nicht da. Nein, trotzdem. Ernährungsmine? Nein, die kannst du doch hinter uns schmeißen, wenn du möchtest. Wenn du unbedingt willst. Aber nach hinten. Warte, ich bin wieder bei der Warte, ich bin wieder im Kreis gefahren, oder? Ich bin wieder im Kreis gefahren. Ernährungsminen, ja, die kann ich. Wo ist denn das Haus? Aber nicht zu viel, die sind halt teuer für dich. Und ach, da hinten? Ja, hinten am Pier. Mom, ich weiß, wie ich mit meinem Geld umgehe, okay? Okay. Ist ja gut. Wenn ich schon nichts explodieren darf, dann wenigstens das. So. Ah. Nur um uns ein bisschen zu beschützen. Ich hatte sowieso nicht so viele dabei. Man kann auch maximal 5 haben, glaube ich. Wieso hör ich hier nur sprengen? Es war uns ein bisschen Luft verschafft. So, jetzt runter in die U-Bahn. Oh, ich hoffe nur, dass die komischen Behinderten uns da nicht hinfolgen können. Wenn du die eine Stelle nimmst, nein, dann kommen die da nicht nach. Oh. Hallo, U-Bahn, alter Freund. Lalalala. Pass auch nicht, dass so ein Thomas kommt, ne? Oh ja. Das ist ein unterirdischer sehr guter Punkt. Das ist wie Luigi von Mario. Wer ist denn Luigi von Thomas? Gibt's da was? Boah, gute Frage. Komm, ich hab keine Ahnung. Was ist das? Okay, ich bin am Apartment. Jo, wo müssen wir hin? Wir müssen hier warten. Bis wir die Stände sind. Nein, ich will Sachen in die Luft sprengen. Trauer um dieses schöne Auto. Guck mal. Guck mal, wie schön die Rohrbombe ist. Flo? Siehst du das? Ich habe ein Loch im Arm. Guck. So, wir sind die Bullerei. Siehst du die Bewegung, die ich mache? Ja, ist die Bewegung, die du machst. Guck,
Los. Und Fahrplan ist da. Sehr schön. Nein, gut, wir sind die Bullerei jetzt los. Jetzt versuchen wir auf Sand hinauszukommen, wo wir hin müssen. Dann zeige ich, dann verfluche ich die einfach. So, mache ich einfach den. Fahrplan ist hier. Leg den Klopf auf den Tisch und raus mit mir. Alle, ich verfluche euch. Beste Waffe. Du könntest Dichter werden. Dichter im Sinne von, dass sie keine Windeln mehr braucht, oder? Ich glaube, in beiden Sinnen. Aha. Okay, was solltest du machen? Soll es helfen oder soll es im Apartment bleiben? Chill dein Leben. Windeln helfen ganz gut. Ich ziehe mal eine Bon. Geh duschen. Das mache ich immer. Dusch für mich mit. Kann ich es machen, nachdem ich so eine Bon gezogen habe. Eisen? Ja? Wie fährst du? Du fährst echt speziell. Ich weiß, ich bin ein ganz besonderer Mensch. Was zum Teufel macht ihr da unten? Ein Behindertenfahrer. Wir fahren gerade hier unten raus und haben gehofft, dass wir mit diesen elendigen Assis abhängen können. Was? Wir haben wir geschafft, Alter! Wir haben jedenfalls keine Chance. Der Bomb gibt keinen Effekt, während man im. Oh doch. Die Bullen sind wir tatsächlich los. Wir müssen nur schauen, dass uns diese bösen roten Punkte nicht weiterfolgen. Ab in die Dose. Ach, für sowas habe ich Tränengas. Granaten. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Rohrbomben. Und wenn ich aussteige, einen Raketenwerfer. Also alles gut. Ach so, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Aber eine Pistole tut's auch gerade. Ich fühle mich bei dir gerade in guten Händen. Werf den Käse! Oh ja, am besten den Schweizer Käse. Der stinkt so hässlich. Was? Der Schweizer Käse, der riecht sehr stark. Den könnten wir werfen. Das ist schlimmer als Tränengas. Einmal, wenn man Demonstrationen sprengen will, bewerft sie mit Käse! Mit Schweizer Käse. Ricola! Nee, so, wir müssen noch 3 Kilometer düsen, dann sind wir da. Okay. Erstmal noch einen grünen Saft nach der Bon runterziehen. Werf den Schweizer Gas. Werf das Nebelhorn! Die Stadt, sie regnet. Ach. Ich schaue nachdenklich aus dem Fenster. Professor will zwar sein Auto wieder haben, aber. Moment, es regnet Städte? Oh mein Gott, es regnet Städte! Und sie, was das Einzige, was Luke tut, ist aus dem Fenster gucken. Oh, oh, da ist New York. Wow, cool, Las Vegas, was geht? Da ist die Stadt regnet. Oh, oh, Hamburg, Berlin, hey, was geht? Oh, guck mal, da ist mir Paris vor die Füße gefallen. Bielefeld, ach, das existiert ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Wow, Tokio, das ist ja echt groß. Großer Regen. Oh, guck mal, Hiroshima, oh, das existiert ja gar nicht mehr. Die Leute, die regnen dann auch noch auf Städten. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns. Hui, das ist ein freier Casco. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Rainbows. Das erinnert mich gerade an das Regenbogen-Einhorn-Ponyland in Minecraft. Was? Hey, das ist mein Wort. Ich bin in Minecraft im Let's Play auf ein Regenbogen-Einhorn-Ponyland gestoßen. Oh, echt? Es war so bunt da. Oh, so. Ich liebe es. Krabben geliefert. Ein Land weit, weit vor unserer Zeit. Wo es geregnet hat, und zwar Städte. In ein weit, weit entferntes Galaxis. Oh, Eisen hat Angst. Da war ein E-Bims. Ja, ist okay, ist okay. Alles gut. Okay. Nimm das Auto, ist okay. Ist okay. Oh, oh. Get out the way. Was? What? Yes! Ich hab eine Bombe gezogen, Bitches! Kein Kommentar mehr. Keine Frage Eisen. An die Angeklagten. What is your problem? Eisen? Ja, Bermuda. Deine Bezahlung ist aber sehr zu wünschen übrig mittlerweile. Tut sie das? Ja, jetzt sind es nur noch 18.500 gewesen. Der Chef, zahle mir mehr Geld, bitte. Ich hab einen Point bekommen, obwohl ich nur an der Bank gezogen. Das ist dir ähnlich. Das, was Luf am besten kann, an der Bank. Du kannst so gut duschen, Mann! So gut! Boah, du kannst mit einem einzigen Wassertropfen dich komplett sauber machen. So gut kannst du das. Sie hat so gut aus dem Fenster geguckt, während es Städte geregnet hat. Unter anderem Tokio und Bielefeld. Also... Flo,
Bielefeld existiert nicht. Eben! Deswegen ja, Bermo. Thomas, die Lokomotive! Yay, so. ich trinke Whisky, Neven trinkt erstmal schnell. Jetzt kriegt ihr erstmal alle Zitronenbonbons in den Mund. Flo, wie stumpf wir da einfach auf der Couch sitzen. Ja. Ihr sitzt in der Couch, da könnte man eigentlich sagen, Hello Darkness, my old friend. I've come to talk. Leute, aber jetzt muss ich duschen, du. Ich muss duschen. Alles klar, Dusche. Ihr zahlt eure Kohlen inzwischen alle ein und ich mache bereit für den Abschluss der Leute. Und danach müssen wir uns ins Finale stürzen. Und bitte. In den Propeller rennen. Bitte. Nicht in den Propeller rennen. Und lass mich nicht 50 Mal hintereinander wieder stumpf in dieses scheiß Flugzeug einsteigen. Oh, warum kann ich nicht duschen? Ich will duschen. Hallo? Weil du eventuell nicht in deinem Apartment bist. Nee, das geht. Steht die Tür eventuell ein bisschen offen? Warte, ich geh doch mal raus wieder. Vielleicht hatte ich auch einen Stalker da drin. Das halte ich für unwahrscheinlich. In meinem Apartment doch nicht. Ja, gerade eben doch. Eisen hat die Kameras überall installiert. Bin in 25 Sekunden wieder da. Alles klar. Okay. Ab jetzt. 1, 2, 3, 4, 25. Gut, die Zeit ist abgelaufen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sie kommt nie wieder zurück! Sie hat uns verlassen. Okay, es waren ein bisschen mehr als 25 Sekunden, aber... Ja, es waren 30. Ich dachte, du kommst nie wieder zurück. Wahnsinn, so. Schlimmer als meine Mutter, du. Nein, Spaß. So, Flo? Ja, okay. Warum? Ich kann jetzt mit dem Duschen aufhören. Dum. Luft, was machst du eigentlich gerade? Ich schlafe. Wo seid ihr denn? Ich bin hinter dir. Hä? Nein. Doch, geh, ich schon mal die Einladung annehmen. Geh die Treppe wieder runter. Hä? Oder in den Raum reinkommen. Bitte? Ah! Ich lag da die ganze Zeit. Gar nicht mitgekriegt. Oh, wo ist Luv? So, machen wir wieder die gleiche Aufteilung wie letztes Mal. Die besagte Luv und ich gehen zum Ratshaus und erledigen beiden Anwälte. Und Flo und Bermo kümmern sich um den Geschäftspartner. Snipern? Snipern. Ja. Genau deswegen, Luv. Snipern. Weil du sowieso schon mit einem Schuss drei Leute tötest oder so. Oh. No. Flo? Ja. Flo will die Einladung nicht annehmen. Ich hab die Einladung angenommen. Ach, bist du gerade im Ladebildschirm? Ja. Ah. Ich bin blei! So, seid ihr... Ja, wir sind bereit. Alles klar. Beförderung. Flo, ich habe sogar schon das perfekte Fahrzeug für uns. Luft, Kuruma. Oh ja. Nein, ich verstehe immer noch nicht. Machen. Ja, bitte stirb nicht. Jetzt klopfe ich wieder irgendwo. Ich auch. Jetzt klingeln schon wieder. Yo. Das sind bestimmt irgendwelche Leute, die süß oder sauber spielen. Guten Tag, haben Sie heute darüber Gott nachgedacht? Die Leute Kamera aus? Machen mir immer so provozierend die Tür auf, so. Es geht. Ja. Wow. It's ironic, given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me? Das fragen sich ganz viele Leute. What is wrong with me? Der Typ ist etwas nervös, oder?
Ich weiß auch nicht warum. Nur wenn mit vier vollkommen wahnsinnigen Massenpsychopathen und Kindern in einem Raum ist, gibt es keinen Grund, nervös zu sein. Keine Ahnung. Ach, nur Anwälte, das ist ja nichts Immoralisches, die zu töten. Es geht um eine alte Geschäftspartner, aber das ist eigentlich alles gleich. Ich sollte mich rasieren, ich sehe scheiße aus. Und es sollte mit Quack aufhören. Los, meine Augen sind cool. Verschone mich mit deinem Selbstgespräch und jetzt entschuldige mich bitte. Nehmen Sie die Dokumente mit, die Geschäftspartner ist. Was ist das für? Das spreche ich nicht aus. Die. Ja, er hat's getan. Skibidi, puck, puck. And then put, 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 boom. Ein riesiges Sicherheitsteam. Schleicht euch ran, halt, schaltet ihn aus und dann gibt es Money Money for you. I drop, drop, drop on the road. Move in the cornflakes. Rice Krispies. So schlecht. Bitte wartet, bis der Raubüberfallanführer eine Überfallvorbereitung ausgewählt hat. Kamera ist wieder anmachen. Kamera ist wieder an, alles klar, alles bitte brav. Warten Sie nochmal. Schwer. Gespeichert. Okay. Ja. Let's go, Mario. It's me. Here we go, Mario. So, Bermo, it's me, Mario. Rüber? Ja, das es weiß ich. Moment. So wo muss ich denn hin? Du bleibst genau da, bleibst wo du bist. Okay. Villa-Team. Nein, nein. Yo. Schwere Ausgabe, falls Dinge geschehen. Villa-Team. So. Mach das immer das Villa-Team. Mach. Ah! I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Deswegen habe ich noch nicht auf bereit gedrückt. Man kann es schnell vergessen. I wish you a Merry Christmas. So, wir sind bereit. And a happy New Year. Möglicherweise ist das schon. Möglicherweise sind die Lieder gerade sehr passend, wenn ich bedenke, wann es vielleicht rauskommen könnte. Es kommt im Oktober raus. Oktober nächsten Jahres. Ey, das ist sogar Tatsache. In einem Monat ist Weihnachten. Ja. Ja. Flow, links. Okay. Links. Wir nehmen das coole Spielzeug. Ich wünsche dir frohe Weihnacht und spreng dich in die Luft. Juhu, Feuerwehr. Ah, Tampa, ich wusste, dass du das nehmen würdest. Geschenk. Ich schenk dir ein Päckchen. Es piept so schön. Ja. Bermo steht auf Löcher am Auto. Was? So. Bermo steht auf Löcher am Auto. Ja. Viereckige Löcher. Ja. Ja. Und na gut, das sind halt die mittelschweren Panzerplatten, ne? Ja, das ist cool. So kann man es auch nennen. Panzerplatten, ich nenne sie Löcher. Manche nennen es Rüstung, ich nenne es Löcher. Die Löcher werden uns schützen. Deus Volt! Infidel! Non nobis Domini! Yeah. Call the Pope! Ave Maria! Ave Maria! Deus Volt! Aha. Benutze den G-Taste, um die Maske aufzusetzen. Ah ja, ich bims die Maske, flupp. Müssen wir die schon aufsetzen, oder nicht? Masken ist was für Weicheier. Masken, Schmasken, sage ich immer. Yes, you are the asshole in the jail. Flo, okay. Wir versuchen das jetzt erst sneaky. Just follow my moves. Was muss ich überhaupt machen? Nichts, oder? Du? Haftbombe, Granate, Annäherungsmine, Rohrbombe, Tränengas. Bomben sind generell nicht das Sneakigste, aber vielleicht. Hallo? Charakter, steig mal aus jetzt. So, ich schau mal auf das Auto. Ich glaube, da ist ja, das Auto Bermo? Schon. So, tell me your plan. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die Affen hier unten rumrennen. Luft, nimmst siehst du schwarzen du? Anzug, ich nehme braunen Anzug. Okay. Wenn es die Farben unterscheiden kann. Okay. Oh nein. Sag an wann. Okay, oh nein. Ich bin erwähnt. Bereit. Dann sobald du schießt, dann zurück ich mit ab. Jetzt! Dort, die wissen, dass wir da sind. Auftrag ausgeführt. Alter, wie viele Bullen da jetzt von dir sind. Ja, die sind natürlich ganz schön piss dafür, dass wir gerade irgendwelche Anwälte gekillt haben. So. Nein! Wow, du hast überlebt. Ich habe keinen Schaden bekommen. Weißt du, ich habe in meinem Kopf bitte. Schon... Bitte, bitte, Luft, bitte. Steig in der anderen Tür ein. Bitte, bitte. Schrei nie wieder so. Ja. Das ist unglaublich. So. Du kannst professionelle Ohrschreierin werden. Ach, guck mal. Da kommt ein japanischer Schreier. Luft? Ja. Oh nein. Du hörst! Du hörst! Komm. Seit wann ist Eisen ein Adler?
bist verpasst. Er hat mich, nachdem ich ausgestiegen bin, umgefahren. Das Lustigste ist aber, Luf, bei mir hast du dich einfach auf die andere Seite vom Auto gebackt und ich wusste gar nicht, was du da standst. Ich glaube, er dachte, du bist ein Skrrrrrrrrr. Oh Gott. Ich dachte, ja, Luf, du wärst Cornflakes, also musst dich bewegen. Ja, Cornflakes. Move your Cornflakes. Ich weiß, aber der war so schlecht. Rice Krispies. Das ist sogar meiner besser. Ja, ist er. Nein, Spaß. Just so. Okay. No sauce. No ketchup. Just sauce. Raw sauce. Da Pizza hat, da Pizza hat. Kein Chicken Fried Chicken. Das ja. Motorradfahrer. Kopf sind wir los. Bermo. Oh nein. Ich mag das, mach das nochmal. Nein, aber die Cops mögen das nicht. Wir haben einen Stern. Null. Hallo. Ich liefere die Unterlagen ab, du machst, was auch immer du machen musst. Müssen wir die verfolgen? Ja. Wir verfolgen die jetzt einfach und dann werden wir die Sterne so... Also von daher. Müssen wir die abknallen, die wir verfolgen? Nein. Okay. Das wäre uncool, wenn wir unsere eigenen Leute zerficken mit dem Teil. Sorry. Du weißt schon, dass wir... Ach, das seid ihr. Wieso parkt ihr da drüben? Ich weiß es nicht. Wieso hab ich... Ach, das ist die Gewohnheit, dass ich mein Büro parken muss. Hey. Du hast ein Salto gemacht. Lass das. Luft. Danke, Mann. Jetzt habe ich 3 Sterne. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade ganz kurz mal bei dem... Darf ich dich jetzt auch abknallen? Oh. Ich kann mich doch gar nicht abknallen. Mein Auto aber. Oh, das ist sowieso schon tot. Ja, aber wenn es mit mir explodiert, ist das schmerzlich. Ganz schmerzlich. Nein, dann stimmt. Also wenn der Kuruma wegen ein paar Pistolenschüssen kaputt gehen sollte, dann... Man weiß ja nie. Ach, und auf, wieder bringe ich Dokumente in einen Raum. Luf, du und bist unser Dokumentenschubser. Und haust ja. drauf. Du bist ja, unser offizieller Dokumentenschubs und draufhauer. Yay. Bestanden. Ja. Bronze. Bronze. Oh, Jawohl, sehr schön. Sogar mit Lex, schäm dich. Nein, Spaß. Ich bin Gold geworden. War Eisen. Yay. Ja. Weißt du, dem kam Berg runtergefahren, wollte wegfahren, machte Brit weg. Ah. Ja, ganz lustig. Dachte sich, ha, ich hau ab, ich mein Hinterausgang. Oh nein. Diese Sprache ist noch schlimmer als IBIMS. Das ist Jugendwort 2017. IBIMS. Ja. Besonders schlimm, das gell? Wort, was aus ja. zwei Wörtern besteht. Das sind zwei Wörter. Man okay, nicht... schlimm genug, dass es schon IBIMS ist. Das sind zwei Wörter. Das ist doch kein Sinn. Suche nach IQ. Nice. Suche nicht erfolgreich. IBIMS 1 nice IQ. Ja, wirklich. Nein. Von mir aus können wir das, können wir diesen Verleihen, die Verleihung eines Preises ersetzen durch Jugendausdruck. So viel IQ wie ein 1x1 Pixel. 1x1 Auflösung. 2x0 ist immer noch 0. Und es ist nicht mal gelogen. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Oh, Ladeschnecke! Ladeschnecke! Ladeschnecke, 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 bitte beweg dich, Ladeschnecke. La, la, Ladeschnecke, la, la, Ladeschnecke. Ach ja, erst. Ah. Wie besaufen sie erstmal schon wieder? Wieso sitzt sie da? Wieso sitzt sie da wie eine Hamster auf der Couch? Warum gehe ich denn? Hä? Warum geht ihr denn? Warum gehen wir denn? Hä? Warum? Nein! Wir haben uns betrunken und jetzt gehen wir einfach wieder.